dadurch sind wir zum Spielen dazu gekommen, also zusammen. Du willst damit sagen, ihr seid wirklich schon befreundet gewesen, bevor es die Gruppe gegeben hat? Genau, ja. Also wir kennen uns echt schon ewig. Und das ist natürlich super, wenn man so die Freundschaft verbinden kann mit der Musik. Und das sieht man auch auf der Bühne. Und das ist immer sehr lustig, wenn wir unterwegs sind. Und wir machen immer super Stimmung auf der Bühne zusammen. Und das finde ich echt super. Ja. Du sprichst gerade was Interessantes an. Wenn man jetzt die Poppendorfer hört, was darf man dich, also wenn jetzt ein Zuseher da unten sitzt, was darfst du dir erwarten? Einerseits natürlich super Stimmung. Ja. Andererseits tolle Volksmusik, eine andere Art von Volksmusik. Genau, und natürlich wahrscheinlich auch die Charts heutzutage, die aktuell in den Ö3-Listen vorkommen, spielt es auch. Genau, wir spielen, also wir haben wirklich eine große Bandbreite von Musikstilen. Und wir schauen auch immer, dass wir jede Altersgruppe wirklich in den Musikstil reinbringt und dass wir für jeden was dabei haben. Und das ist uns sehr wichtig und da schauen wir eben sehr viel drauf. Und, ja. So passt es, ja. So muss es auch sein. Ja. Stefan, welche Musikrichtung spielst du am liebsten? Eigentlich sehr viele Musikrichtungen. Aber gibt es eine, die sie abhebt? Ja, natürlich. Ja, Rock, Pop und eigentlich Volksmusik auch. Und da sind wir eigentlich immer, da bin ich persönlich immer sehr flexibel, weil ich mehrere Instrumente spiele. Und gutes Stichwort. Ja, was spielt denn alles der Stefan? Ich Schlagzeug, Saxophon, Harmonika, steirische Harmonika, E-Gitarre, Akustikgitarre, Keyboard, Synthesizer, Piano. Boah. Ja. Mein lieber Herr, da hat er sehr viel vor. Ja. Wie sieht das mit dem Üben aus? Jedes Instrument, jeden Tag oder teilst du es auf? Zurzeit bin ich sehr viel mit Keyboard unterwegs, also üben mit Keyboard, Klavier. Üben du ist sehr viel eigentlich in meiner Freizeit. Ja. Und du machst das gerne? Genau, ja, sehr gerne. Was macht er sonst noch, der Stefan, in der Freizeit, wenn er mal nichts mit Musik sein soll? Also wir sind so außerhalb von der Musik auch sehr viel unterwegs, meine Kollegen. Und ich. Und ja, es gibt immer was zum Tun. So. Also uns wird es nie fad. Wir haben immer Spaß. Und, ja. Und so soll es dann natürlich auch jahrelang weitergehen. Wir schauen jetzt darauf aufs Foto. Die Dame ist, wie gesagt, noch beruflich unterwegs. Die ist heute leider nicht hier. Und den Rest, den haben wir da. Es macht so gut, spielt. Also der junge, sympathische Gruppe, das passt ja sehr gut. Jetzt muss ich eins fragen. Es ist fast alles rot. Ist Rot eure Lieblingsfarbe oder ist Rot ein bisschen aggressiv, so wie ihr seid? Ja, genau. Also wir waren immer schon im roten Farbton unterwegs. Und das hat sich eigentlich so einbürgert, dass wir auf Rot, dass wir unsere Motto-Farbe eigentlich Rot ist. Und das taugt uns, ja. Das taugt eigentlich, das passt auch ja gut. Das schaut super aus. Vor allem die Schuhe, da glaubt man, das ist ein bisschen mit Rennfahren verbunden, ja, roter genau, Ferrari. Ja. Das passt. Jung, dynamisch, sehr, sehr schön. Eine Frage noch zum Schluss, lieber Stefan. Wenn ihr dann zu den Auftritten fährt, wer ist derjenige, der am Steuer sitzt? Oder fährt noch einer von euren Elternteilen? Nein, also wir sind seit letztem Jahr eigentlich alle allein unterwegs. Also bei uns darf schon jeder Auto fahren. Und seitdem fahren wir meistens selber zum Auftritt. Und ja. Also meistens tun wir uns abwechseln, aber meistens war da der Stefan. Auch Stefan, ja. Auch der andere Stefan jetzt genau, sozusagen. Wie sieht es anlagentechnisch aus? Habt ihr alles selbst mit, wenn es heißt, an die Poppendorfer spielen? Ja, also wir können jede Halle, jeden Raum beschallen. Da sind wir flexibel, weil wir mit sehr vielen Firmen zusammenarbeiten. Und das ist kein Problem. Da sind wir wirklich, wie gesagt, sehr flexibel. Und ja, wir haben auch selbst eine Anlage. Und das schauen wir, dass wir die sehr viel nutzen. Und das haut eigentlich ziemlich gut hin immer. Ja, ja super. Dann wünsche ich dir natürlich auch alles, alles Gute. Mach weiter so. Danke. Viel Spaß beim Proben. Ja. Ein sehr bemühter Herr. Und natürlich stellen wir jetzt dann den nächsten vor. Weißt du, wer der nächste ist? Das losen wir uns jetzt aus. Genau, liebe Volkstv-Zuseher, jetzt kommt gleich der nächste Poppendorfer. Heute geht es richtig rund bei uns. Eine junge, dynamische Gruppe aus der Steiermark. So soll es sein. Wir brauchen junge Musikanten, liebe Volkstv-Zuseher. Jetzt gibt's Musik, dann sind wir schon wieder zurück. Miss Musikant Nummer 3. Volkstv am heutigen Nachmittag mit den Poppendorfern. Eine junge
Musikgruppe aus der Steiermark. Und jetzt darf ich den Musikanten Nummer 3 begrüßen, der Marc. Diesmal kein Stefan, sondern ein Marc. Lieber Marc, servus, grüß dich. Wie sieht's aus, welches Instrument spielst du denn, damit wir uns gleich auskennen? Ich bin Gitarrist, akustische Gitarre, E-Gitarre hauptsächlich. Das heißt, du bist so ein bisschen der Romantiker bei den Wappendorfern? Kann man jetzt da auslegen eigentlich, wie man es will. Also eher mehr zwischendurch so der rockige Typ, der ein bisschen Gas geben will, aber auch so eher mehr die ruhigen Sachen. Also und der dann in der Volksmusik auch für den Rhythmus verantwortlich ist. So ist es, ja. Was machst du eigentlich so in der Freizeit, wenn ihr nicht mit den Wappendorfern unterwegs seid? Dann macht der Marc Sport? Sport auch viel, ja. Eben laufen gehen, ein bisschen so entspannen, Kopf freikriegen ein bisschen. Aber auch sonst am Wochenende viel mit den Freunden unterwegs und ja, einfach Spaß haben, das Leben genießen. So, so ist es gerne in dem Alter. So muss es sein. In dem Alter darf man das Leben ruhig noch genießen. So ist es. Marc, die Gruppe hat sich in der Schule gegründet, das haben wir erfahren. Wann bist du dann dazu gestoßen? Der Florian, also der Schlagzeuger und ich, wir sind eben vor ziemlich genau einem Jahr dazu gekommen. Eigentlich kann man sogar als Jahrestag bezeichnen. Ja, als Jahrestag, interessant. Notieren wir. Und, was haben wir heute für Datum? Was haben wir heute für Datum? Ja, suchen wir dann später. Suchen wir aus. Erster Jahrestag, Gratulation. Ja. Es hat sich eben so ergeben, da sind die zwei Mädels, die vorher dabei waren, sind eben nachher umgezogen und haben nachher eben aus beruflichen und schulischen Gründen eben weniger Zeit gehabt. Mhm. Und dann sind eben die zwei Stefans und ich, wir sind einmal so ins Gespräch gekommen, eben so wochenends unterwegs gewesen, so wie man sich das praktische Klischee erfüllt. Und sind wir so ins Gespräch gekommen und eben zum Überlegen gekommen, ja, warum machen wir da nicht was? Und es wäre interessant. Und so hat sich das ergeben. Ja. Jetzt haben wir im ersten Teil einen Studiogast bei mir gehabt, den Ernst Kainz. Der ist 47 Jahre auf der Bühne unterwegs und hat vor 47 Jahren schon diese Musik gespielt, die Oberkrainer-Musik. Jetzt, Marc, erklär mir eins. Die jungen Leute, die hören natürlich alles. Chart, Techno und so weiter. Aber warum gibt es noch junge Musikanten, die sagen, diese Oberkrainer-Musik, die taugt uns? Was ist da, glaubst du, der Grund? Ja, ich sage, es ist einfach eine Musik, die einfach eine Stimmung macht, die einfach eine Freude macht und einfach eine Sache, die mitreißt. Also das ist das, was mir bei dem Ganzen sehr anspricht. Das spricht dir beim Ganzen sehr an. Und natürlich auch die Outfits, die man dann tragen kann, mit der Lederhose, wenn man auf einem Oktoberfest spielt und so weiter. Wo spielst du am liebsten? Spielst du am liebsten am Abend in einer Diskothek oder doch in einem Festzelt am Frühschoppen? Was taugt dir denn da am meisten? Also ich muss sagen, ich für mich selber bin da sehr flexibel. Also mir taugt einfach alles. Also egal jetzt, ob ein Festzelt, ein Frühschoppen oder eben Partyveranstaltung oder wie auch immer, das ist. Hauptsache, du kannst für die Poppendorfer live auf der Bühne stehen. Das Hauptsache, man steht auf der Bühne und kann so richtig Gas geben. Das ist. Hast du da ein großes musikalisches Vorbild? Gibt es irgendeinen, den du sagst, bah, so wie der möchte ich einmal Gitarre spielen können? Oder gibt es vielleicht einen Musikanten, wo du sagst, diesen Erfolg mit dem Poppendorfer zu haben? Eigentlich gar nicht so speziell. Ich sehe das Ganze relativ individuell. Mhm. Und ich meine, es gibt natürlich Vorbilder auch für mich, so eben, da ich hauptsächlich oder eben viel in Richtung Rock und so selber höre, gibt es natürlich einige Gitarristen, einige Legenden unter Anführungszeichen, wo ich sage, boah, das ist ein Hit und so, aber sonst das speziell, dass ich sage, so wie der würde sein, eben eigentlich gar nicht so. Du willst damit nur sagen, du schaust dir sicherlich große Künstler an, aber dennoch willst du der eigene Marc bleiben mit deinem so eigenen ist es, Stil, ja, genau. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Eine Frage noch zum Schluss. Wenn man euch da jetzt ein bisschen verfolgen möchte, was in Zukunft von Auftritten her ansteht, Facebook haben wir angesprochen, gibt es eine Homepage auch? Es gibt die Homepage natürlich auch, www.poppendorfer.at. Da kann man alles sich anschauen, alles was ansteht, alles was war, eben die Fotos auch von den letzten Auftritten, gibt es alles zum Sehen. Sehr, sehr interessant. Wo möchtest du einmal noch hin? In welches Land? Mit den Poppendorfern, damit wir das auch geklärt hätten. Österreichweit seid ihr unterwegs, aber gibt es irgendwelchen einen Traum, wo du sagst, dort einmal zu spielen, vielleicht Amerika, ein Oktoberfest oder zieht es dich mehr ins kalte Norwegen oder gibt es irgendwie ein Lieblingsland? Naja, warum nur ein Land? Wohin? Warum nur ein Land? Warum nur ein Land? Aber wenn es eins geben müsste, wo du sagst, da wollen wir hin. Ja, ich sage, es ist natürlich immer ein bisschen so ein Wunsch, da eben weiter weg und so, eben, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel Amerika oder so. Es ist schon irgendwo ein Reiz.
Aber ich sage mal, so wie es sich ergibt, so ergibt sich das. Zwingen kann man nichts, da hast du schon recht. Aber vielleicht heißt es mal die Poppendorfer live in Amerika. Ja. Das wäre was. Aber nicht in Las Vegas, weil ich glaube, mit diesem Alter darf man auch nirgends da mit den Scheinen um und umwerfen. Lass mal uns überraschen. Ich sage Dankeschön, dass du auch mitgekommen bist. Alles Gute, fleißig weiterüben auf deiner Gitarre und ihr macht es schon. Super, super, super. Liebe Damen und Herren, das war Mitglied Nummer 3. Und aller guten Dinge sind heute nicht 3, sondern 4. Einen haben wir noch bei mir. Dann sind die Poppendorfer fast vollzählig, denn die Dame, auf die hätte sich die Regie gefreut, die muss leider arbeiten. Aber die erwähnen wir natürlich auch nochmals. Jetzt gibt es wieder einen Musiktitel und dann sind wir hier im finalen Teil am heutigen Donnerstagnachmittag. Die Poppendorfer sind heute Nachmittag bei mir zu Gast bei Volksinteraktiv. Jetzt haben wir das 4. Mitglied und zwar den lautesten im Bunde. Ich sag Servus, hallo, Florian. Grüß dich. Du bist nämlich der Schlagzeuger. Ja. Der was richtig viel Lärm macht und ja, das freut mich ganz ja, gut. Sicher, es passt schon. Also ich spiele Schlagzeug bei den meisten Stücken. Und bei ein paar Nummern darf ich noch E-Bass spielen, da lassen sie mich vor. Und ja. Okay, also spielst E-Bass auch? Ja. Auch erlernt in der Schule ja, oder nebenbei nur? Nein, ich habe gelernt da, Musikschule. Ein paar Jahre. Sehr interessant. Ja. Auch ein talentierter Musiker. Ja. Jetzt ist es bei Schlagzeugern immer schwierig. Wo, wie kann man proben? So, pass auf, wo probst du? Beziehungsweise, wo hast du die Möglichkeit? Also bei mir daheim im Keller, da, das geht nicht so laut auf, da regt sich die Mama noch nicht auf. Gelegentlich vielleicht, wenn ich am Abend draufkomme, dass mir noch mich schneit, dass ich noch ein bisschen spielen möchte. Aber nein, das passt schon. Bei mir daheim, das geht schon. Aber deine Eltern unterstützen dich da, sagen ja, super, Florian, dass du das Schlagzeug spielst. Ja, das ja, ist... Fahrt wird's nie. Nein, Fahrt da hast immer nie. Was zu tun, ja. Du haltest jetzt eine CD in den Händen, das ist eure erste CD, eure erste ja. Aufnahme. Warst du auch schon mit dabei? Nein, leider. Da warst du noch nicht da mit dabei, nicht aber trotzdem, die Poppendorfer haben da was Cooles produziert. Selbstverständlich, ja. Wo gibt es denn diese CD überall? Also die gibt es immer bei uns, bei jedem Live-Auftritt sind die dabei und zum Erwerben. Und man kann uns auch kontaktieren von unserer Facebook-Seite oder von unserer Internetseite, ist glaube ich heute schon ein paar Mal erwähnt worden. Und ja, ja da lässt sich auch Kauf schon arrangieren. Welche Musik ist da drauf? Puh, also steirisch, unsere Stils, also eben unser Stil, wie wir es präsentiert haben, steirisch. Aber eben auch mit den modernen Rhythmen. Mhm. Ja. Sehr interessant. Mit den modernen Rhythmen eben die andere Volksmusik. Genau. Und die Poppendorfer haben wahrscheinlich ein Ziel in 5 bis 10 Jahren, dass ein jeder sagt, das ach, ist das ist der Poppendorfer Stil. Genau, ja. Auf das arbeiten wir hin, ja. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Macht's weiter so. Ja. Wer ist da euer Ideengeber in diese Musikrichtung? Gibt es einen musikalischen Chef? Sagt vielleicht der Stefan, Burschen, so müssen wir das spielen, oder bist du derjenige, der sagt, nein, so aus also, jetzt, da, jetzt müssen wir das so um? Nein, es ist bei unseren Proben also sehr, wir sind eine gute Truppe, wir verstehen uns sehr gut und es kann jeder sagen, was einen interessiert, was einer, wenn jetzt einer sagt, das und das wäre besser, wenn wir das so machen, dann wird das auf jeden respektiert. Aber ich glaube, unser Neumeister Stefan ist unser musikalischer Chef, der weiß schon, wie wir tun müssen und der hat das Ohrwaschel dafür. Der hat das Ohrwaschel dafür. Genau. Übersetzt auf Hochdeutsch das Ohr. Das Ohr, genau. Ja, genau. Lieber Flo, jetzt sind wir mal ganz unter uns. Ihr seid zu 5 unterwegs. Mhm. Wenn es dann auf die Bühne geht, gibt es einen, der ganz besonders aufgeregt ist? Oder haltet ihr alles zusammen und sagen wir jetzt einmal Team? Nein, das ist. Ja, es gibt immer Auftritte, du bist dann mehr nervös und weniger nervös. Es ist. Nein, ich glaube, ja, das passt schon. Es ist keiner mehr nervös als der andere. Vielleicht kommt drauf an, wenn du daheim spielst, bist du eher aufgeregter, wenn du weißt, das sind. Viele Leute, die dich kennen, dann bist du nochmal, aber das ist ja gut, dann bist du um das mehr ehrgeiziger, um das mehr konzentrierter und das ist nicht schlecht, das nervös sein. Hat es für dich bis jetzt einen Auftritt gegeben, wo du sagst, der war mit Abstand der beste, der unvergesslichste? Ja, es sind schon ein paar Auftritte dabei, die in Erinnerung bleiben, nicht? Aber es ist einfach generell, es gibt Auftritte, du kommst auf die Bühne und du merkst, die Menge tobt und es passt, es ist eine Stimmung, da ist einfach, du spürst um das besser, um das. Also lieber, du, die taugt und so, aber also ich kann mir jetzt an keinen Auftritt erinnern, an den ich schlecht zurückdenke. Also ich bin eigentlich generell begeistert. Jetzt haben wir den Stefan vorhin gefragt, wo er noch mit die Poppendorfer reisen möchte. Amerika und so weiter und so fort. Gibt es für dich ein Domizil, wo du sagst, einmal dort auf der Bühne zu stehen mit meinen Kumpels? Ja, also eben so die deutschsprachigen Länder sind immer cool, ich glaube, weil das einfach unser Stil ist und so. Aber es wäre einfach cool, eben so Amerika und so, das wäre schon, so die großen Länder hinreisen, unseren Stil präsentieren, eine steirische Steiermark aus der Amerika.
Mit der Lederhosen cool. Dann einreisen, genau, ins, ja, große Land. Das war schon ziemlich cool, ja. Das wäre sicher eine coole Sache. Mhm. Ich sage danke, dass du auch mitgekommen, yeah, bist. Wie sieht's aus? Das Wochenende schon verplant? Oder wird es wieder in den Keller gehen? Zum Üben natürlich? Ja, unter anderem bestimmt, ja. Aber am Abend werden wir wahrscheinlich nicht in den Keller gehen. Für unsere jungen Zuseher, wir haben ja sehr, sehr viele junge Zuseher auch mit dabei. Ihr seid eine ganz junge Gruppe. Mhm. Vielleicht auch jetzt schon mittlerweile große Vorbilder. Wie viel muss man denn üben, bis man wirklich einmal mit einem Schlagzeug den Rhythmus halten kann, bis man in einer Gruppe spielen kann? Ja, schon. Viel eigentlich, ja. Also, wie lange nimmst du jetzt schon Unterricht? Also ich gehe zurzeit nicht mehr in die Musikschule, aber ich bin vorher 9 Jahre in Musikschule gegangen. Und ja, da muss man schon sehr viel üben und viel Gas geben. Und man braucht auch Spaß dafür, weil üben ohne Spaß, das hilft nichts. Das wird dann vermutlich nichts. Genau, aber ja, der Spaß kommt bei euch nicht zu kurz, wenn ihr das rausschaut und heute die ganzen Erlebnisse einmal verarbeitet. Also super, das passt sehr, sehr gut. Ja. Ich sage Dankeschön. Ich sage danke. Alles, alles Gute dir natürlich auch. Und einmal holen wir euch einen Big Boss, wie du gesagt hast. Er will es ja nicht sein, aber einer muss ein bisschen der Chef sein. Genau, den holen, ja, wir noch nach vor. Okay. Alles Gute. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir folgen sofort zu sehen und Sie haben es mitbekommen, einmal wird noch der Chef heute bei mir im Studio sprechen. Das sind sie, die Poppendorfer, eine junge Band aus der Steiermark. Jetzt gibt es noch einen Musiktitel und dann heißt es leider schon wieder Abschied nehmen. Der Wirtshaus-Rap war das jetzt, meine Damen und Herren. Und ich muss leider wieder schon Abschied nehmen. Das war der Nachmittag heute bei uns bei VolksTV in Teil Nummer 1 mit dem Ernst Kainz von Trio Wahnsinn. Und wahnsinnig motiviert sind meine Jungs von den Poppendorfern. Jawohl, 4 haben wir mitgehabt. Die Dame musste leider arbeiten. Aber ja, ihr 4, glaube ich, seid sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen, wie es zurzeit läuft. Ihr freut euch auf die weiteren Auftritte. Und ich glaube, der Chef des Hauses darf jetzt nochmals Grüße ausrichten an Familie, ja, Freunde, genau. Alle sind mit dabei heute. Bitte schön, das ist deine Kamera. Also wir grüßen mal Rootstar Event, die haben uns sehr geholfen, gell? Und also, die haben uns früh gegönnt. Dann Z-Verleiher auch natürlich, der war immer dabei, wenn wir nicht nach vorne haben dürfen. Dann grüßen wir unsere ganzen Freunde, Verwandten, Nachbarn, alle, die uns kennen. Und ja, das war's eigentlich. Die sind uns wichtig, das passt so. Wir von VolksTV wünschen euch alles, alles Gute. Ihr habt es gesehen, wir haben viele Topstars bei uns im Programm. Vielleicht passt es ja, wir können ein Video mit euch gemeinsam drehen. Ja. Mit Manager kurz sprechen, der Manager ist ja bekannt bei uns. Also es wird uns riesig freuen, vor allem die jungen Zuseher. Wir würden auch gerne die jungen Poppendorfer dann hören. Alles Gute, macht weiter so tolle Musik, vor allem auch die Oberkrainer Volksmusik. Die Jungen müssen die Musik wieder raufbringen, ihr macht das super. Kommt gut heim, fahrt schön vorsichtig und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder beim einen oder anderen Auftritt. Alles Gute, Jungs. Danke. Danke. So, liebe Zuseher, das war's wie gesagt für heute Nachmittag. Jetzt folgt um 17.15 Uhr der Volksquiz mit meinem lieben Kollegen André Dossi. Um 20 Uhr gibt es heute die Volksbox mit vielen, vielen tollen Preisen. Es gibt T-Shirts, CDs von den Poppendorfer, vom Trio Wahnsinn und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, schöne Stunden bei uns im Programm und vergessen Sie nicht, ab 17.15 Uhr ist er da. Mein bester Freund aus Kärnten, André Dossi. Bis dahin, wiederschauen.